Wenn ich mir überlege, dass Heinz von Heiden über 50.000 Häuser in Deutschland gebaut hat und über 100 Haustypen aktuell anbietet, frage ich mich, ob das was mit dem Bauleistungszentrum zu tun hat. Der Frage gehen wir heute mal nach. Hallo Herr Jablonka, Sie sind Teamleiter Bauausführung bei Heinz von Heiden. Welchen Einfluss hat das Bauleistungszentrum in Bezug auf Bauausführung und Termineinhaltung auf der Baustelle? Das Bauleistungszentrum bei Heinz von Heiden birgt den großen Vorteil, dass Materialien zentral gesammelt und zentral aus einer Hand an die Baustelle geliefert werden können. Jetzt hatten Sie mir aber gesagt, dass die Container nicht leer von der Baustelle zurückfahren. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Wir nutzen die Containerlogistik dazu, um das Verpackungsmaterial der Handwerksbetriebe dort hineinzuladen, um es dann zum BLZ zurückzuführen, um es dem Recycling-Kreislauf dann wieder zuzuführen. Herr Jablonka, vielen Dank fürs Gespräch. So, und wir fahren jetzt mal ins Bauleistungszentrum und gucken uns das an, wie das vor Ort aussieht. Hallo Herr Kliesch, wir sind jetzt hier im Bauleistungszentrum von Heinz von Heiden in Möckern. Welche Philosophie steht denn hinter diesen riesigen Hallen voll mit Baumaterial? Ich beschreibe es mal so. Wir sind dafür zuständig, dass die Versorgung der Heinz von Heiden Baustellen gewährleistet wird, dass sämtliche Produkte in ihrer Qualität auf der Baustelle landen und verarbeitet werden und dass auch ein reibungsloser Ablauf funktioniert. Heinz von Heiden benutzt ja immer die neuesten Materialien und Techniken im Hausbau. Nutzen Sie denn das Bauleistungszentrum auch, um Ihre Handwerker darauf zu schulen? Wir versuchen gleich von Anfang an, unsere Handwerker hier in das Zentrum mit reinzuholen, um ihnen die Produkte vorzustellen, um auch von dem Handwerker die Erfahrung zu bekommen, kann man diese Produkte auch gut einsetzen, sind sie verarbeitbar, um dann auch die nötige Qualität an den jeweiligen Heiz- und Baustellen zu erreichen. Heinz von Heiden startet 25 Baustellen die Woche. Das ist extrem viel. Das muss sich vor große logistische Anforderungen stellen. Wie lösen Sie die denn? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das zeige ich Ihnen mal am Beispiel. Also ich finde dieses System mega beeindruckend. Heinz von Heiden garantiert ja dem Bauherrn, dass sein Bau pünktlich fertig wird. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Ich denke, das hier unterstützt das sehr, ne? Darum machen wir das auch hier. Auf der Baustelle müssen Steine aufwendig geschnitten werden. Das können wir hier viel besser und schneller und dadurch straffen wir den Bauablauf. 50.000 Häuser, 50.000 zufriedene Bauherrenfamilien. Das ist doch was. So, ich mache jetzt weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao.